Es gibt jetzt ein AI-Kit für den Raspberry Pi. Haben wir das nicht letzte Sendung schon gehabt? Nice, AI-Kit haben wir noch nicht gehabt. Nämlich letztens haben wir gehabt, dass Raspberry Pi ja jetzt ein börsennotiertes Unternehmen ist. Bist du das sicher? Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon gehabt. Nice, AI-Kit haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Also der Ich Artikel glaube. ist vom 4. Juni. Nein, warte mal, warte mal. Haben Unser wir das letzter nicht Auftritt gehabt? war Ende Mai. Nein, haben wir nicht gehabt. Okay, mir kommt das jetzt. Ich habe das, oder habe ich das irgendwo gelesen, aber mir kommt das so bekannt vor. Ja, wir haben mal das besprochen gehabt mit den Ah. M2-SSDs, was man aufstecken hat können, wo es einen Adapter gegeben hat. Das kann Okay, sein. Das gut, war auch na. so ein Aufbau. Okay, na, passt. Und da gibt es jetzt immer so ein Kit, was man sich, also mit einer eigenen MPU, die kann man sich aufs Raspberry Pi aufdocken, aufbauen. Aufbauen, ja, aufbauen. Und die rechnet mit 13 Tops, das heißt 13 Das ist aber gar nicht Trillionen schlecht. Operations. Ja, genau, das ist das, was ich sagen wollte. Das ist gar nicht so schlecht. Weil Weil es ist ungefähr auf Level vom MacBook. was haben die Copilot Plus? Die, glaube ich, haben 11 oder 16 Mindestvoraussetzungen, dass du so nennen darfst. Ja, und das ist das Nächste, weil ist M2 MacBook hat.16 mit der Neural Engine. Also Bist du. my MacBook ist jetzt nur eine Spur schneller als das Kit für den Raspberry Pi. Und das ist halt schon echt eine geile Sache, weil, und jetzt gebe ich mal zu dem, du könntest dir, du hättest quasi dein Olama oder dein Stable Diffusion oder dein was auch immer einfach auf den Raspberry Pi laufen lassen und rechnen lassen und bist eigentlich genauso schnell wie die Copilot Devices oder die MacBooks. Und das ist echt ein Hammer, vor allem für die Leistungsaufnahme von 2,3 Watt. Das ist echt nicht Ja. schlecht, ja. Das, Und da haben wir echt, wo ich das gesehen habe, haben wir gedacht, wow. Und der Preis von knapp 65 bis 70 Euro schreckt mich auch nicht. Also, Na, das ist okay. Also das ist, vor allem, ich bin mir da jetzt sicher, dass da ein paar noch auf andere Ideen kommen werden und ein paar so Raspberry Pis mit dem Modul einfach zusammenkoppeln werden. ja, dass du fix fertig deine Sachen so kriegst. Also Raspberry Pi Nein, plus ich das meine, Modul. dass da ein paar so mehrere Raspberry Pis haben werden und das Modul drauf und Ja. die dann zusammenschließen, dass die noch mehr Leistung haben. Ja, ach so manche, okay, ja. Ja. Das manche, ja. Und natürlich, wenn das jetzt dann sozusagen, was ja das durchaus Schwierige ist bei Olama und mit diese ganzen Lama und mit diese ganzen mit diese ganzen Large Language Models, was ja das Problem ist. Wenn du als Normalsterblicher da sagen willst, ja, der soll auf meine Daten zugreifen können, da will ich zum Beispiel den ein Foto zeigen oder sowas, das ist ja durchaus schwierig dann, wenn der da einer fixfertiges Toolkit zur Verfügung stellt, wo du sagst, ja, da hast dein Raspberry Pi mit allen, da ist alles fixfertig programmiert, Ja. der kann auf den Ordner zugreifen, alles was da drinnen ist, kann der sich anschauen. Also was ich dazu sagen muss, das ist jetzt nichts, was du für ein Training von einem Modell machen willst. Da ist das Teil einfach zu schwach und hat zu wenig RAM. Nein, aber dass Aber sie zum zum Beispiel sagt, Aus. da hast meine Daten, wert mir die aus, bitte. Genau. Eben für so ein Large Language Model und all so eine Sachen. Also da sehe ich, also da sehe ich jetzt die Zukunft, also die Zukunft, aber da sehe ich jetzt Möglichkeiten. Sowas wie die davor, wie wir erwähnt haben, die Alexa, gegebenenfalls in Pension zu schicken, weil du holst dir den Raspberry Pi, du holst dir die Erweiterung, wenn es noch ein Toolset an Software gibt, das auch noch Audioerkennung hat, also Spracherkennung hat, dann und dann vielleicht noch eine Verknüpfung mit deiner Home Assistant Instanz, die man da einmal laufen hat, keine Ahnung, ich zumindest, für die Steuerung von meinen ganzen Steckdosen und Schalter und Funktionen, dann kannst du dir da wirklich quasi deinen eigenen Personal Assistant zusammenbauen und das für vergleichsweise wenig Geld mit deinen Daten.
Ja, vor allem das Wert geht ja dann noch viel weiter. Du kannst ja das Ding dann quasi mit deinem Home Assistant komplett Ja, zusammenkoppeln. genau. Der könnt die ja quasi dann, das, der kennt die dann komplett kennenlernen, aber du hast die Kontrolle drüber, über die ganzen Daten. Genau, also da bin ich mal gespannt, in was für Richtung das möglicherweise gehen könnte. Also. Vor allem, das kennt halt dann als Beispiel, ich meine, das ist gleich so ein Oder auch in Verbindung Beispielfeature. zum Beispiel mit deiner selber gehosteten Nextcloud zum Beispiel. Ja. Na, aber wäre dann zum Beispiel allein schon cool, wenn du jetzt zum Beispiel wissen würdest, okay, sagen wir, das Ding war's, ja, Donnerstag kommt der Clemens Ja. immer so um 5, 6 heim. Genau, ja. Dass er die dann schon fragt, okay, soll ich jetzt zum Beispiel das Garagentor aufmachen? Genau. Oder was weiß ich was, oder dass er halt so gewisse Dinge lernt, oder dass er sagt, er macht das Licht schon an, oder was weiß ich was. Muss er ja zum Beispiel nicht einmal, weil wenn ich es jetzt mit Home Assistant gekoppelt habe und die Home Assistant App auf mein Handy aktiv ist, da kann ich einstellen, dass mein Standort zum Beispiel geteilt wird. Das heißt, Genau, das kann das schon. Teil kann reagieren, wenn es merkt, ich bin auf dem Heimweg und ich bin jetzt quasi nur noch 3 oder 4 Minuten von daheim entfernt, dass das Tor aufmacht. Und all seine Sachen. Also, und das ganz ohne irgendeine Cloud-Service, von denen du die abhängig machst. Weil dein Cloud ist, das ist dein Cloud, das ist dein Service, den du selber hostest und selber hast. Und das würde ich schon wirklich, wirklich bemerkenswert finden. Und vor allem das mit der Rechenleistung um $70. Puh. Da. Ja, das ist halt das Coole, muss ich halt echt sagen, mittlerweile an diese ganzen ARM-Prozessoren und diese Neural Processing Units, dass die einfach nicht teuer sein. Na, teuer sind einfach nur die Maschinen, die man braucht, um sowas zu lernen. Genau, aber der Rest für den Für Anwendungsfall den ist das Anwendungsfall. halt so, das ist halt super einfach und vor allem diese NPUs. Die kämen ja überall rein, die sind ja bei Video-Editing dann drin, die werden ja überall eingesetzt und die kosten halt im Verhältnis nichts. Genau. Wenn du denkst, was da, also wir sind ja da, das ist ja noch relativ jung, dieses Zeug. Also das ist ja, ich meine, AMD baut jetzt an und Intel, da kommt jetzt der erste Prozessor mit sowas Ja. raus. Das heißt, ich möchte mal nicht wissen, wo das in 10 Jahren ist. Also da wird wahrscheinlich noch einiges weitergehen. Also ich schätze, dass da wahrscheinlich Raspberry Pi wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch ordentlich was rausbringen wird. Das freut ja wohl die neuen Aktionäre. Ja, ich glaube, ich werde mir da jetzt auch ein paar Aktien Ja, kaufen. gell. Scheiße. Ich glaube, das kannst du nicht entgehen lassen, fast. Ja. Man, kein Investment-Tipp, also Na. ich mache das, aber ich empfehle es niemand anderem. Ja. Also, aber es könnte schon spannend Ja, werden. definitiv. Na, also ich, also die Kombination fände ich schon Hammer. Also ich warte jetzt mal ab, mal vielleicht werde ich mir das noch an, keine Ahnung, zum Jahresende mal anschauen und Ja, ich würde da dann einen wird es ein Tipp bisschen geben. was an verfügbarer Software geben und nachher kann man sich das einmal im Vor allem, Detail ich anschauen. schätze wahrscheinlich sogar, dass da irgendwann ein neuer Raspberry Pi kommen wird, der hast halt dann 6. Und der wird halt das schon drinnen haben, so ein Processing Ach, Unit. das glaube ich jetzt, das glaube ich gar nicht, dass das passieren Naja, wird. warte mal. Weißt du, dann kannst du halt so sagen, da hätte er stehen, der 6er hat schon die 16 Teraflops. Und ich hätte, na, was heißt Trend, Operations, Trillion Operations, Operation. ja. Ja. Und wahrscheinlich kannst du dann noch ein Modul draufstecken, hast noch einmal mehr. Also da wird schon was Eben, kämen. eben. Also das mir jetzt. Also genau, das könnte möglich sein, dass der das schon mitbringt, aber du kannst Ja. trotzdem noch ein Modul Ja. draufstecken, damit du mehr Leistung hast. Das kann gut, durchaus möglich sein, ja. Ich bin mir ja auch sicher, dass das nicht das einzige Modul sein wird. Nächstes Jahr kriegst du eins mit 30 oder mit 20 Tops, also. Ich meine, du Und musst sagen, dann hast du mehr Power wie in einem MacBook Pro, also. also Also. 16 Tops ist schon echt nicht schlecht Ja. heiz. Also das ist jetzt dann schon, das ist schon Top-Niveau. Ja, Tops-Niveau. Ha. Jetzt Na. hast du. Oh. Lol. gut. Ah, cool. Das ist gut. Gefällt mir.